Lassen Sie mich an den zwei zentralen Formen der Macht verdeutlichen, an zwei zentralen Formen der Macht. Es gibt natürlich mehr Machtgestalten, aber zwei scheinen mir die wichtigen zu sein. Wie die Macht sich zur Eleganz raffiniert, unter Bezug auf Bedürfnisse. Ich denke an die Besitzmacht und ich denke an die diagnostische Macht. Diese beiden Machtgestalten will ich Ihnen jetzt vorstellen. Die Besitzmacht ist die bekannte, mit der haben wir es immer zu tun. Sie ist vergleichsweise kenntlich. Jeder Mann weiß, jede Frau auch, dass Besitz Macht bedeutet. Die Ursprungsform der Besitzmacht ist der Landbesitz. Und der ursprüngliche Akt der Besitzergreifung ist die Einzäunung von Land. Ich habe ein wunderbares Zitat, ein sehr altes gefunden, aus dem Jahre 1755, das in einer Art Mythologie des Beginnes der Macht uns deutlich macht, wie unentbehrlich für das Machtgebaren der Zaun ist. Das ist immer noch mal ein Projekt, was ich in meinem Leben noch verfolge. Ich möchte noch mal die Geschichte des Zaunes schreiben. Ich glaube, das ist eine ungeheuer lohnliche Aufgabe, die Geschichte des Zaunes zu schreiben. Also, über den Zaun. Der erste, das ist Rousseau, den ich jetzt vorlese. Rousseau über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen. Der erste, welcher ein Stück Landes einzäunte und sich in den Sinn kommen ließ, zu sagen, dies ist mein, und einfältige Leute antrafen, die es ihm glaubten. Der war der wahre Stifter der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Laster, wie viel Krieg, wie viel Mord, Elend und Gräuel hätte einer nicht verhüten können, der die Pfähle ausgerissen, den Graben verschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, glaubt diesem Betrüger nicht, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, und jetzt kommt der entscheidende Satz, dass die Früchte euch allen, der Boden aber niemandem gehört. Das ist die Ursprungsgestalt der Besitzmacht, die Landnahme, die Aneignung des Ortes, an dem das zum Leben Notwendige gedeiht, wo es gefunden oder erzeugt werden kann. Das ist die Besitzergreifung, die allen anderen Akten der Machtgewinnung durch Besitz vorausgeht. Mit dem Privateigentum an Grund und Boden wird das ausschließliche Verfügungsrecht an allem, was die Natur hervorbringt, ihr gesamtes lebendes und totes Inventar reklamiert. Die Privatisierung des Landes besiegelt das Ende seiner gemeinschaftlichen Nutzung. Sie setzt das Recht auf Gemeinheit außer Kraft. Das ist interessant, dass Gemeinheit mal ein schönes Wort war. Recht auf Gemeinheit, so heißt ein Buch, das Ivan Illich geschrieben hat, vom Recht auf Gemeinheit. Und er meint damit nicht die Niedertracht. Er meint damit nicht die Hinterlist, nicht die Bosheit, sondern er meint den Zustand, in dem alle Nutzungsrechte haben, aber keiner Besitzrechte hat. Das Gemeineigentum wird also mit der Einzäunung aufgehoben, die Allmende, an der alle Mitglieder der Gemeinschaft ungehindert partizipieren konnten, wird den meisten vorenthalten. Dies ist nun ganz ersichtlich eine Beraubung, die den Beraubten nicht äußerlich bleibt, die sie auch nicht unverändert lässt. Der Zaun, der ihnen den Zugang zu den Grundstoffen ihres Lebensunterhaltes verwehrt, verschließt ihnen zugleich den Zugang zu einem Teil ihrer selbst. Wer das Land der allgemeinen Nutzung entzieht, gewinnt Verfügung über Menschen. Denn wer sich nicht mehr durch seine Tätigkeit selbst erhalten kann, weil er durch den Zaun daran gehindert wird, Nutzungsrechte geltend zu machen, wer sich also nicht mehr selbst erhalten kann, der muss sich verdingen. Und wieder, ich bin immer wieder überrascht, wie ungeheuer klug die Alten waren im Umgang mit unserer Sprache und wie ungeheuer lässig, leichtsinnig und tölpelhaft wir heute mit unserer Sprache umgehen. Wer sich nicht selbst erhalten kann, muss sich verdingen.
Dieses unscheinbare, etwas altmodische Wort weist darauf hin, wie einschneidend die Landnahme ist. Durch sie werden tätige Menschen zum Ding. Sie werden in ihrer ganzen Person zum Vertrags- und Verhandlungsgegenstand und geraten unter fremde Verfügungsgewalt. Der Besitzer hat mit dem Land zugleich die Leute in Besitz genommen, weswegen beide nun in einem Atemzug genannt werden können. Wir sagen Land und Leute. Er verfügt nun nicht nur über ihre Arbeitskraft, sondern, was schwerer wiegt, über ihre Lebenszeit. Und was noch schwerer wiegt, die Menschen werden ihrer Daseinsmächtigkeit beraubt. Das ist für meine Theoriebildung ein ungeheuer wichtiges Wort. Wiederum, ich muss immer auf die Quellen meiner Weisheit zurückgreifen und darauf hinweisen, ein Wort, das Iwan Illitsch geprägt hat. Sie sind ihrer Selbsterhaltungskunst beraubt und ich möchte das als eine, die Selbsterhaltungskunst als eine der höchsten Künste ansehen. Das heißt, sie sind ihrer Fähigkeit, ihr Leben in Gemeinschaft mit anderen aus eigenen Kräften zu erhalten und zu gestalten, beraubt. Der Zaun macht aus daseinsmächtigen Menschen belieferungsbedürftige Mängelwesen. Weder können sie sich nehmen, was die Natur gewährt, noch können sie herstellen, was sie zu